Einen wunderschönen guten Morgen an alle. Jetzt startet dann unser Community-Treffen, geht dann morgen und übermorgen los. Dann nehmen wir euch natürlich auch mit auf Instagram. Ich hole jetzt gleich die Jungs vom Flughafen ab, also die Engländer. Da fahren wir dann ja, noch ein bisschen Bodensee, gucken wir mal, ob wir noch ein paar Sachen anschauen können. Kennt ihr nicht so den Schwarzwald? Vielleicht essen wir noch eine Schwarzwälder Kirschtorte oder so. Und wir nehmen euch, wie gesagt, auf jeden Fall auf Instagram los. Müssen heute noch den Raum aufbauen. Heute Abend gehen wir mit der Mastermind-Gruppe essen. Genau, dann nehme ich euch einfach mit. Und jetzt geht's dann los mit dem Treffen des, oder jetzt geht's dann los mit dem Community-Treffen. Bis dann. Ich bin jetzt auch angekommen hier am Bodensee. Sehr schöne Lage des Hotels und habe jetzt hier noch an der Bodensee-Uferpromenade einen kleinen Run gemacht. Habe noch kurz die Hotelsauna ausgecheckt. Und dann geht es jetzt auch schon bald los. Ich treffe jetzt gleich die Jungs. Dann bauen wir noch den Saal auf, also die Technik und so weiter. Und dann geht es ab zum Abendessen. Ich freue mich schon. So. Ja. Neue Runde, neues Glück. Und es geht wieder los, noch ein paar Plätze frei. Zeigen, aber dass wir euch ein bisschen kennenlernen, so ein paar Fragen. Also, das allererste Mal, wo ihr herkommt, kommt jemand aus unter 100 Kilometer Entfernung zu diesem Hotel? Okay, einige. Unter 50? Unter 10? Okay, wo kommst du her? Aus Kreuzlingen. Okay, bist du zu Fuß da? Wie in der Schule, die am nächsten wohnen, kommen zu spät. Hat jemand über 500 Kilometer Anreise? Über 800? Genau 800? Ja. Okay, aber niemand kommt jetzt über 1000 Kilometer. Okay, die Engländer, aber ja. Perfekt. Ein oder andere Bild, ihr dürft gerne lachen, habe ich keinen Stress damit. Und ja, dass ihr so ein bisschen unsere Reise versteht. Das bin ich. Wieso? Weiß nicht. Sehe ich nicht ähnlich, oder? Ja, nee, also. Wie würde ich so meine Kindheit bezeichnen als komplett durchschnittlich? Eher, also meine Eltern sind eher, würde ich sagen, etwas bessere Mittelschicht. Jetzt nicht Megavermögen oder sowas, aber haben schon gute Jobs und ich würde sagen, halt einfach hatten eine gute Kindheit. Nichts Besonderes, einfach gute Mittelschicht. Ja, würde ich einfach als komplett normale Kindheit bezeichnen. Ich würde sagen, also ich bin ja nicht normal, also wir alle sind ja nicht normal hier in dem Raum, muss man einfach so sagen, mit dem Optionshandel und Co. Genau, so ging das dann los. Und irgendwann habe ich dann halt auch Max kennengelernt, ich war ganz 17, war das glaube ich das erste Mal, auf dem Börsenstammtisch. Und zwar Liebe auf den ersten Blick. In terms of global offices, as you can see on the screen, we're an international business and we're continuing to grow. And our target is to get to $1 billion under management within the next 5 years. So if you want to help us, please, thank you. In terms of our business, how did the business get going? Well, we are a bunch of passionate wine people, but also with a finance background. I mean, our history, we're a family-owned business. This is Thomas and Philip Gearing, our founders. Philip is the elder gent on the right and his son Thomas is on the left. So. Wir befinden uns hier im Weinkeller des Steigenberger Inselhotels in Konstanz bei unserem Community-Treffen. Und hier sitzen mir gegenüber Markus Allen und Martin Doherty, unsere Gäste von Übersee und Vertreter von Cold Wines. Das Interview wird in Englisch geführt und dann starten wir mal mit einer einführenden Frage. As an introduction, who are you? Who do you work for? Why are you here? Okay, ich heiße Markus. Guten Tag. Hallo Practice that one. My name is Markus Allen. I'm the Director of EMEA at Colt Wines, which is Europe, Middle East, and Africa. I've been with the firm since the end of 2014.
And I'm Martin Doherty. I'm one of the senior relationship managers, so I'm client facing and manage our portfolios. And Marcus, why should people invest in wine? Well, fine wine is a diversification strategy for our clients. You know, we're not telling people to sell everything they own and go and buy, spend all their money on wine. We're saying for a small part of one's portfolio, fine wine can provide diversification because it doesn't move in line with the financial markets. It goes up and down because of supply and demand, right? When more people want to buy, price goes up, and when there's less availability, i.e. when people consume the asset, it's less available and the price continues to rise. So for us, it's a sensible alternative to the financial markets, especially when there's volatility like we're seeing today. Thank you. Martin, how does investing in wine work? What service do you offer? Okay, so we build physical fine wine portfolios for our clients. So they're bespoke to the individual and the clients own the underlying asset. It's an end-to-end service, so we build it on their behalf. We manage that asset, we manage the wines over a period of time, and then we sell the wines on their behalf. What is the difference between investing in the stock market and investing in the wine market? Well, the way that we invest in wine is we buy on behalf of clients the physical cases of wine. So each and every client of Colt Wines owns a collection, an investment collection of cases of wine stored in bond. So they are the underlying owner of that asset, which in our opinion provides security. It's like when you buy a property, right? You own the underlying house itself, or you own the lease to the house. If you own a share, you're effectively owning a part of a company or an ownership stake in a company. Shares pay dividends, which are obviously key benefits, but you're at the whim to the stock market and the volatility of people buying and selling these shares, whereas the fine wine market is more stable, there's less liquidity than the stock market, which we see it as a benefit because the markets don't move in line with the financial sector. If you did want to expose or become exposed to the wine market using stocks and shares, it's perfectly possible to do that. You can buy shares in wine companies, for example, Louis Vuitton, Moët Hennessy, LVMH, very famously own, you know, many, many wine estates. So if one wanted to get exposure, they could buy shares in that company, for example. How long is the average holding period for wines? In which region do you invest? Is that two questions? No problems. So typically, there's no investment period, but we typically recommend a minimum of 3 years, but realistically 5 to 7 years to get the best out of this asset class. So it's a mid to long term investment. The reason why is this asset class is driven by supply and demand. Wines are released to the market, with time they're drunk. You can never replace those wines, so with time they're depleted from the market. And they also improve in quality, certainly the wines we're investing in. There are other factors that drive prices, but that's the main reason why people look at this asset class, and therefore it needs a period of time. We build diversified portfolios across the leading regions, but typically Bordeaux and Burgundy make up the majority of that. So we currently recommend about 70% in those two areas. But we also invest in Champagne, the Rhone, Central Northern Italy, the New World, so Chile and Argentina, the USA, and we have a little bit of AUM in Germany as well. But typically, the portfolios are driven by French wines. How big is the drawdown and performance of the wine market? So the performance of the wine market, so to give you a bit of an understanding, in terms of LiveX, the 1000, so the London International Vintners Exchange, is number one, it's a bid offer spread matching platform for fine wine. So people in the trade can buy and sell wine. We're obviously a member of that exchange. That's where most of the pricing of the fine wine market comes from. We use obviously LiveX market price to value our portfolios. But they also have, you know, many metrics, data and indices which are incredibly important to the market. So if you take the LiveX 1000, which is the most investable index they have, it's the widest index, it's been going the longest. A few interesting points. I mean, it's up roughly 15% this year. It's up over 22% year on year. It's up over 50-60% in the last 5 years. And actually, if you look at since records began in that market, so 30 odd years, if you held the constituents of that index
for any 10-year block of time, so from the early 80s to the mid-90s, the mid-90s to the 2000s, any 10-year block of time, the worst case scenario was a 5.4% per annum return if you held it for 10 years, which shows, when you're in fine wine, longevity is your friend. Our last question for the day. What are the biggest advantages and disadvantages of investing in the wine market? Well, Marcus has touched upon performance there, so we have a proven track record. It's also a diversification away from equity markets, so it's a brilliant hedge, and it's not a volatile asset class. So there's lots of benefits to it, and again, it's a physical asset, so it performs differently from other asset classes. So they would be some of the advantages. In terms of disadvantages, Marcus, do you want to? Yeah, disadvantages, as I mentioned before, liquidity. So on average, it takes 8 to 12 weeks for cold wines to liquidate a typical portfolio. It can be quicker for smaller portfolios. It can take a little bit longer for large portfolios, but that gives you a range. So one should never invest money that they're going to need back in a couple of day period. But it's very similar to buying a property. Most people, when they buy a property, expect to do well on that property over a longer period of time. But if you said, right, buy it today, sell it tomorrow, you're not going to make any money. So liquidity on that front can be a downside. Counterfeits, it's a lot easier to counterfeit a bottle of wine or maybe a piece of art, a physical asset, than something like a Bitcoin or an FX contract. So you have to be aware of where you're trading, where you're buying. So for us, our relationship with our clients, our pedigree, and our brand effectively are paramount to our success. So we've been going for 15 years and we've done a good job, so we've got to make sure that we continue that, and we're only buying from the top sources. I'd say those are the two major downsides. And in terms of one more downside would potentially be that it's incredibly difficult to buy a substantial amount of wine. If someone said today, I want to buy £100 million worth of wine, it's very, very difficult to do that. Yeah, thank you so much. That was the interview. And one really last question. Do you have in front of you a glass of wine from the Bodensee region, Lake of Constance region? It's a Pinot Noir. Do you like it? I do. Very much so. I do. I was trying not to drink too much of it on camera, but I failed. Germany offers an incredible diverse range of wines, but they're not hugely seen outside of Germany, particularly the best wines. But we produced our first German report about 18 months ago, and as an asset management company, we have to look at liquidity, and at the moment, we wouldn't recommend more than probably 0.5% of our total AUM. But with time, with increased understanding, knowledge of it, with more exports, we'd certainly up our allocations to Germany, because it does produce some of the greatest wines in the world, and leading critics, particularly on some of the the Rieslings, the white Rieslings, often give them 100 point scores. These are incredible wines that will age for many, many years. Yeah, I mean, second that, I might have to have another glass. We will see. Goodbye. Cheers. So, das war der erste Tag des Community-Treffen. Wir haben jetzt, glaube ich, kurz vor 7. Ja, was haben wir heute gemacht? Ich habe gestartet mit so einer Zeitreise meiner Investoren-Zeitreise. Dann hat der Max weitergemacht mit seinem Framework des Optionshandels. Also, wie bringt er das in den gesamten Kontext? Mit Income-Strategien, mit Vola, mit Tail-Risk-Hedging, Dividenden-Strategien und so weiter, und hat das so seinen Fahrplan gezeigt. Dann gab es ein gutes Mittagessen, oder Pascal? Ja, der Mann hinter der Kamera. Gab es ein gutes Mittagessen. Dann kam Thema Manager-Account, da gab es nämlich einige Fragen. Andreas Weiß, Geschäftsführer von CapTrader, ist ja da. Dann haben wir noch eine Kaffeepause gemacht, dann gab es einen anderen Vortrag von den Engländern, von... Das ist die Fähre. Jetzt sieht man sie. Ja, steht direkt am See. Genau, dann kamen die Engländer. Ich kann das ja nicht. Es bleibt drin. Die Fähre kommt. Okay, dann kamen die Engländer dran. Dann kamen die Engländer dran und die haben Thema Weininvestments in Vortrag gehalten. Haben ja auch schon immer mal wieder auch bei Inside Markets oder im Vermögensmagazin Themen, Artikel, Videos drüber geschrieben, dass es halt absolut eine sinnvolle Ergänzung ist.
Dann schon mal danke an CapTrader, danke an Kult Weins. Die werden jetzt übrigens eine Weinprobe halten, Thema ja, Investmentwein, dass wir auch ein bisschen was davon probieren können. Ja, da nehmen wir euch einfach mal mit. Das war es erstmal von mir, glaube ich, zumindest für heute. Wir werden noch ein bisschen den Abend filmen und morgen geht es dann weiter. And Capital Appreciation, but it would be remiss not to occasionally enjoy the fruits of our labour. So tonight we've got three wines for you. We're going to start on the white wine and then we have two reds. So the white wine in front of you, it's called Chivaro. It's from Italy. Earlier in the presentation I mentioned a wine called Tignanello. Because a gentleman asked about sort of pricing and Italian wine. So this family is called the Antinori family. They're like the wine royalty of central Italy. And they produce a number of different wines. And they have their flagship wine called Salaya. And then they have the next wine, which is called Tignanello. But what's really interesting, these two top wines, when the critics rate them, they get very similar scores, but one is two or three times more expensive than the other, Salaya. And the reason why, it's just made in tiny quantities. There's only 1,000 cases per annum, whereas Tignanello, there's more. But this particular chateau in Italy have been making wine for centuries. They have the expertise, they have the vineyards, so they're able to produce brilliant wine. So it's just kind of entering its drinking window. It's still quite young. So typically of a Bordeaux wine, you have very dark fruit. So blackcurrant would be the sort of foundation of this wine. But as it gets older, it develops sort of secondary characteristics. Things like cedar or cigar box or graphite. That's a typical way a Bordeaux... German. Sorry? You say in German. I could just about say hello in German. But, but yeah, please try. So, der zweite Tag beginnt jetzt. Wir werden heute mit dem Thema Börsenpsychologie ein Stück weit starten. Trading klingt ja relativ einfach, ist in der Praxis dann aber doch gerade für den Kopf gar nicht so einfach. Und danach wird der Sven uns einen Gastvortrag zeigen, wo er seine ambitionierten, aber sehr, sehr großen und ja, schönen Ziele uns ein bisschen näher bringen wird, was er mit dem Optionshandel erreichen wird. Und heute Nachmittag werden wir das Ganze abrunden mit dem Thema Investment. Wie wir daran gehen, dann noch ein bisschen Insights geben, auch in unsere Portfoliostruktur und dann ja, werden wir einen schönen runden Abschluss haben von diesem wunderbaren Wochenende. Ja, herzlich willkommen. Wir sitzen hier am Bodensee. Gerade findet das Community-Treffen weiter statt. Alex hält einen Vortrag und ich habe jetzt unsere Gäste von CapTrader entführt. Wir sitzen hier an der schönen Veranda. Es freut mich immer ganz besonders, euch zu sehen. Ihr kommt ja aus Düsseldorf. Du aus Köln, aber finde ich auch ganz okay, damit komme ich klar. Wir haben euch ein paar Fragen vorbereitet, die ihr auch teilweise schon in eurem Vortrag beantwortet habt, aber doppelt hält besser. Ja, gerne. Wir freuen uns ebenfalls, dass wir hier sein dürfen und ja, sind sehr gespannt auf deine Fragen. Ja, dann fangen wir doch mal an. Wir arbeiten jetzt zusammen in Form eines Manage-Accounts. Wie kamt ihr da drauf und diesen mit uns anzubieten und was ist die grundlegende Idee dahinter? Genau, also die Form des Managed Accounts bieten wir schon seit mehreren Jahren an. Ja, wir haben bei uns in der eigenen Vermögensverwaltung von CapTrader mehrere verschiedene Managed Accounts und ja, da sind die unterschiedliche Anlagestile, also auch verschiedene Portfolio-Manager, die Managed Accounts verwalten. Ja, und wir wollten die Produktpalette im Prinzip auch erweitern und den Tradern oder den Investoren, die nicht so die Zeit haben, selber aktiv zu handeln, halt eine weitere interessante Möglichkeit bieten, ja, das Geld zu investieren. Und so kam es dann auch natürlich zu näheren Gesprächen mit Max und Alex. Ne? Und ja, daraus ist dann das jetzt neue und sehr erfolgreiche Mensch-Account entstanden. Ja. Danke, Andreas. Sebastian, muss man dafür extra ein Konto eröffnen? Absolut, das muss man. Im Grunde starten wir das Ganze mit den Verträgen und einem Vorlauf, bevor das Konto selbst eröffnet wird. Wenn dieser Papierkram dann erledigt ist, dann wird das eigentliche Konto eröffnet. Es muss aber separat das Konto eröffnet werden. Absolut, ja. Und welche Daten benötigt ihr dafür von unseren Kunden?
Ja, wir brauchen natürlich die ganz normalen Unterlagen zu einer Kontoeröffnung, die eingefordert werden, wie beim normalen Capteller-Konto. Aber darüber hinaus wird halt noch ein Vermögensverwaltungsvertrag abgeschlossen mit dem Kunden. Ja? Und da wird natürlich auf die Risiken hingewiesen. Wir müssen auch die Geeignetheit des Kunden prüfen, ob das Managed-Account für den Kunden geeignet ist, was das Risikoprofil angeht. Alles natürlich nach WPHG-Vorgaben, da wir ja durch die BaFin und auch Bundesbank geprüft werden, was das Thema angeht. Und die Dokumente letztendlich wie bei einem standardmäßigen Account, je nachdem, ob man jetzt das Ganze geschäftlich eröffnet oder eben privat, dann einen Adressnachweis oder einen Identitätsnachweis, also einen Personalausweis beispielsweise. Ja. Genau, und darüber hinaus machen wir noch Postident-Verfahren, ne? Also um sich halt wirklich bei uns zu legitimieren. Was ja mittlerweile auch schon online geht, ne? Also per Videoident sozusagen. Und mit was für einer Dauer müsste man rechnen, wenn man das Konto bei euch eröffnet? Das ist unterschiedlich, ne? Also Privatkonten sind teilweise auch schon innerhalb von einem Tag eröffnet. Ja? Wenn alle Angaben soweit korrekt sind. Klar, wir prüfen natürlich den Vermögensverwaltungsvertrag, ob alles passt, ob alles richtig ausgefüllt wurde. Und aber das in der Regel ab einem Tag, ne? Kann auch schon mal 2-3 Tage dauern. Es hängt auch so ein bisschen von demjenigen selbst ab. Ja? Also wenn das Postident direkt erledigt wurde, wenn die Unterlagen direkt sauber eingereicht wurden, dann ist das Konto in 2-3 Tagen eröffnet, in der Privatfassung. Aber geschäftlich, je nachdem, würde es etwas länger dauern, aber das kann man sich vorstellen, ja, dass geschäftlich natürlich etwas mehr Aufwand ist, klar. Vielleicht kann ich noch kurz ergänzen. Es sind halt immer viele Sachen, die passen müssen. Ne? Also zum Beispiel müssen auch die Handelsberechtigungen im Konto eingetragen sein. Und wenn der Kunde das jetzt vielleicht nicht angeklickt hat, jetzt in dem Fall vom Managed Account Bote Eichhorn, dass man die Handelsberechtigung braucht für den Handel mit Optionen, mit US-Optionen, dann muss das halt noch nachgeholt werden. Dann dauert es noch mal einen Tag länger. Ja? Aber das sind dann nur so Kleinigkeiten, aber die muss man halt wissen, dass alles schon berücksichtigt ist. Ist das gesamte Verfahren auch mit GmbH-Konten möglich? Absolut, ist genauso möglich. Das ganze Verfahren ist im Grunde das gleiche letztendlich, nur halt, dass die Kontoeröffnung eben nicht für die Privatperson, sondern für die Gesellschaft aufgesetzt werden muss. Und wie gesagt, die wäre jetzt etwas umfangreicher, aber die Möglichkeit besteht, ja, absolut. Reden wir mal über die Gebühren. Wie werden diese denn abgezogen? Es gibt ja im Prinzip zwei Arten von Gebühren oder auch drei. Also einmal haben wir die Kommission, die natürlich anfallen bei jedem Trade. Ja, das geht ja automatisch sofort beim Trade, fällt die Kommission an. Ja, dann haben wir aber noch die Management-Fee und die Performance-Fee. Ja, die Management-Fee, die ist so, liegt bei 2% plus Mehrwertsteuer. Die wird täglich berechnet, also werktäglich. Das heißt, wenn man sich eine Woche anschaut, wird an den Wochentagen halt die Gebühr abgezogen vom Konto. Ja, und die Performance-Fee quartalsweise. Ne? Und da auch nur auf High-Water-Mark-Basis. Das heißt, erst dann, wenn wieder ein neuer Höchststand erreicht wurde, fällt diese Gebühr überhaupt an. Sachen Transparenz. Wie ist ein Einblick möglich in das Konto? Ja, also Einblick hat man im Grunde. Man kann das gesamte Geschehen von A bis Z beobachten sozusagen. Ja, man kann im Grunde live dabei zusehen, wie die Trades umgesetzt werden. Man kann natürlich nicht aktiv werden, das würde den Ablauf stören, aber man kann das Ganze live beobachten und natürlich im Kontoauszug im Grunde jeden Trade völlig transparent einsehen, jederzeit. Ja. Genau. Ja, vielen Dank, das waren soweit die Fragen. Vielleicht noch eine etwas informelle Frage. Wir sitzen ja hier am Bodensee und hier kreuzt die ein oder andere Yacht. Wie würdet ihr eure Yacht nennen, wenn ihr nicht schon eine habt? Ich habe keine. Ich auch leider nicht. Nein. Ach, das ist so spontan, schwierig. Ich habe mir nie Gedanken gemacht, wie ich eine Yacht nennen sollte oder würde. Schwierig. Wird auch, ob sie jetzt mir privat gehören würde oder eine Firmenjacht wäre, ja, dann würde es wahrscheinlich nochmal anders aussehen. Aber die CapTrader-Yacht? Ich würde drauf schreiben, Sail Your Future Now. Passend zu Trade Your Future Now. Ja. Das ist ein wunderschöner Schluss. Ja. Ja, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und wir sehen uns dann. Danke, dass wir hier sein durften. Danke. Ist es Allocation?
klingt jetzt ein bisschen nach Selbstlob. Was ich damit eigentlich nur meine, ist, dass man sich auch ein bisschen Gedanken macht, was mache ich mit meinem Cash, was mache ich mit meinen Aktien und wie steuere ich mein Risiko. Am Ende vom Tag ist ja unser Job nur eigentlich Risikomanager zu sein. Und ich persönlich, ich hatte immer eine relativ noch ein bisschen höhere Cashquote, aber ich war eigentlich immer Pi mal Daumen ungefähr 50% Cashquote. Jetzt aktuell ist sie runtergekommen. Warum? In den Drawdown hinein skaliere ich mich dann halt auch immer stärker rein. Keiner weiß ja von uns, wo der Boden ist. Aber je weiter der Markt fällt, desto näher komme ich an den Boden. Je höher er steht, desto weiter weg bin ich von dem Boden. Und deswegen habe ich diese Cashquote abgebaut, aber die wird ja auch durch Einzahlungen und die aktiv gehandelten Trades wieder hochgehalten. Das klingt ein bisschen nach einem Luxusproblem, aber ich merke teilweise auch gar nicht, dass die Cashquote runtergeht, weil ja dann durch die anderen Trades auch wieder neues Kapital reingespült wird. Übrigens, macht nicht die Cashquotenkalkulation, wenn ihr gerade einen Haufen Prämie verkauft habt, weil dann rechnet ihr es euch ein bisschen schön, weil also in dem Moment, wo ihr eine Option verkauft, dann geht ihr auf euren Cash drauf. Und ich könnte ja jetzt zum Beispiel einfach sagen, ich verkaufe 10 at the money SPX-Optionen mit 100 Tagen Laufzeit, dann ist aber meine Cashquote ordentlich. Aber ich habe ja keinen Cent davon verdient. Das ist so als kleiner Dummy-Trick. Das wird man nicht bei einem $200 Covered Call oder so merken, aber bei ein paar größeren Volumen dann schon. Wir haben gesagt, wir gehen heute in die drei großen Schritte rein, was die größten Hebel sind, um finanzielle Freiheit zu erreichen. Und der erste Grund, ist es okay, wenn ich ehrlich bin? Ist das für jemanden nicht okay, wenn ich ehrlich bin? Okay, ich traue sich eh keiner zu melden. Das erste, was wir lernen dürfen, 100.000 Euro im Jahr zu verdienen. Das ist unser größter Schritt. Will keiner hören. Warum? Ist anstrengend. Was wollen wir? Wir wollen viel später, können wir gleich zu die anderen Sachen machen. Wollen mit 5.000 Euro in die Börse gehen, geben das Max und sagen, wie kann ich aus 5.000 Euro eigentlich 1 Million oder 10 Millionen machen? Wer kennt jemanden, der aus 5.000 Euro 10 Millionen gemacht hat? Was ist der beste Weg? Firma, Leute. Hm? Firma? Immobilien. Was wäre der Wunsch, was die meisten Leute glauben, was der beste Weg ist? Lotto. Die meisten Leute wollen sich eigentlich ein Lotto-Ticket kaufen für 2,95 Euro am Kiosk. Wie viel kennt ihr, die das geschafft haben? Ticket zu kaufen, ja. Wer hat schon mal Lotto gespielt? Nennt man noch die Steuer der Armen. Das ist die Hoffnung. Wenn wir 100.000 Euro verdienen wollen, was ist denn die einzige Frage, die wir uns stellen sollten? Wie? Bin ich bereit, dafür zu tun? Was noch? Was ist die Frage? Alles richtig? Wie schnell will ich fahren? Mhm. Wenn wir jetzt heute durch die Gegend gehen, haben heute schon ein paar Beispiele. Was ist die richtige Frage? Es gibt eigentlich nur eine Frage. Warum nicht mehr? Wer kann mal helfen? Wie bitte? Wer kann dir dabei helfen? Auch, ja. Kommt danach einer, kommt noch davor, schon ganz gut. Warum? Was für ein Zeitraum? Welches Problem kann ich für wen lösen? Welchen Problem lösen können wir jemand anders? Kann ich viel Geld verdienen? Hatten wir eben schon mit der Excel-Tabelle, haben wir hier im Seminarraum, hier lernen wir was über Optionen, hier bietet jemand eine Lösung an, wie man Optionen lernen kann. Bezahlen Leute Geld für. Sitzt hier alle. Es gibt Leute, die bauen Hotels, wo man Seminarräume bauen kann, die bieten eine Lösung an für Seminarräume. So, das heißt, wenn wir viel Geld verdienen wollen, müssen wir eigentlich durch die Gegend rennen und die ganze Zeit nach Problemen suchen. Welche Probleme haben andere Menschen? So, dann löse ich die. Und wenn das Problem richtig groß ist, wie zum Beispiel zum Mond fliegen zu wollen oder zum Mars, wer will das? Wer weiß, wer zum Mars fliegen will? Der Alan. Genau. Wenn du richtig große Probleme lösen willst, kannst du richtig viel Geld verdienen. Gilt das auch für Angestellte? Begrenzt. Ja. Begrenzt, ja. Wenn du Beamter bist, geht's nicht. Da geht gar nichts. So, sorry an alle Beamten. Ich glaube, wir haben ein paar da. 2 Tage in Konstanz sind vorbei und der Austausch, das Community-Treffen war für uns wirklich wieder sehr lehrreich auch, weil durch die Fragen und Diskussionen kommt man ja auch wieder auf neue Ideen, neue Themen, neue Projektideen und auch es ist einfach schön, sich immer mal neben der virtuellen Welt, in der wir uns ja vor allem bewegen, einfach auch mal face-to-face auszutauschen und war auch ein toller Gastvortrag, den wir heute hatten, der hat nochmal richtig Energie reingebracht und jetzt freuen wir uns auf die nächste Handelswoche und aufs nächste Event und macht's gut und bis bald. So,
Das Community-Treffen ist nun vorbei. Die meisten Teilnehmer sind gegangen. Wir fahren jetzt auch nach Hause. Danke auch an alle Teilnehmer für das ganze Wochenende. Hat mega Spaß gemacht. Auch Grüße von Max, der dreht gerade noch ein anderes Video ab. Und ja, wird es auf jeden Fall wieder geben. Wie gesagt, war ein echt geiles Wochenende. Zum Abschluss noch den Blick auf den See. Und ich wünsche euch alle noch eine gute Heimfahrt.